Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Ich habe Post bekommen, ja, aber eigentlich ist es ein Haul. Und zwar habe ich geshoppt auf Facebook. Ich glaube, jeder, der so die gängigeren kreativen Kanäle abonniert hat, weiß, dass im Moment gerne bestellt wird bei, ich glaube, Nettis Schnäppchenmarkt nennt sich das. Auf der Seite beim lieben Dieter. Der hat richtig, richtig gute ja, Angebote, sehr, sehr günstig. Und ja, da kommt man nicht drüber drum herum und bestellt selber. Jo, und so habe ich dort auch bestellt. Und heute kam die kleine Kiste, die man nicht sieht, weil ich keinen Platz habe, an. Und ich würde sagen, wir öffnen sie jetzt mal zusammen. Ich habe es noch nicht aufgemacht. Hätte ich das mal gemacht, ne? So kann man das Video auch in die Länge ziehen im Übrigen. Aber ich rede nicht mit euch. So, ich greife einfach mal rein, was ich da so Schönes gekauft habe. Und zwar als erstes hätten wir dieses hier schwarz. Ja, schwarz. Schwarze Zahlen haben mir sehr gut gefallen. Schwarz Glitzer. Wir wissen alle, es gibt kaum was Schwarzes. Und oh, sogar von Dogcrafts Paper Mania. Und da sich's auf einem Bein schlecht steht, habe ich direkt zwei genommen. Ja, so viel zu schwarzen Zahlen. Da hat ein Bogen 1 € gekostet im Übrigen. Und dann haben wir noch schwarze Buchstaben. Habe ich auch direkt zweimal genommen. Ja, fand ich sehr, sehr hübsch. Und wie wir sehen, ist auch häufiger vertreten die Zahlen. Die Zahlen? Buchstaben natürlich. Mein Gott. Ja, schwarz, wie gesagt, auch pro Bogen war es 1 € gewesen. Und die hatte ich auch noch genommen. Die gab es leider nur noch einmal. Die wollte ich zweimal haben. Die haben mir auch mega gut gefallen. Auch mit schwarzen Umrandungen, auch von Paper Mania, wie wir sehen. Ja, schwarz geht einfach immer. Gibt es viel zu wenig von. Und das sieht richtig edel aus, oder? Also ich finde, das sieht richtig schön aus. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Dann habe ich Hoppala. So. Diese hier bestellt oder gekauft. Und das sind 5 Bögen. Wartet mal. Ich hole das mal raus. Das sind fünf solcher Bögen drinne. Von Hobbyfun auch noch. Hat nur 1 € gekostet. Ja, für Tausch-Goodie-Bags oder Pocket-Letter-Tauschpakete oder so kann man die ja auch sehr gut benutzen. Finde ich mega, mega schön. Und für 1 € wirklich super Preis. Dann habe ich diesen Stickerbogen mitgenommen. Mit den süßen, drolligen Fröschen hier. Das sind auch 5 Bögen für 1 €. Also wirklich wahnsinnig, Wahnsinn der Preis. Finde ich sehr, sehr cool. Auch von Hobbyfun im Übrigen, ne? Richtig cool. Dann haben wir. Oder was haben wir? Habe ich bestellt. Diese hier, das gibt es auch 5-mal. Das sind auch ja, Sticker. Fand ich auch sehr hübsch. Glänzt sehr schön. Also das Silber hier, seht ihr ja. Brauche ich ja nicht rauszuholen. Das sind, wie gesagt, auch 5 Bögen. Auch für 1 € wirklich super. Dann habe ich, nehme ich mal das hier. Das hier mitgenommen. Auch zweimal, Moment, zweimal. Und zwar sind das Tags in Taschen. Fand ich irgendwie cool, wenn man Alben bastelt. Und Juna springt hier rum wie eine wild gewordene Katze oder so. Ja, auf jeden Fall sind das so Taschen mit Tags. Fand ich sehr cool, um auf irgendwas zu kleben. Kann man ja zum Beispiel, könnte man das auch ins Flipbook machen, ne? Ja, fand ich irgendwie cool, dass die Taschen schon dabei sind, wo man die Tags reinmachen kann. Drinne sind da im Übrigen auch 5 Stück. Von welcher Firma war das? Auch Dogcrafts Paper Mania Bare Basics. Ja. Kraft, Tech und Pocket. Finde ich sehr cool. Auch für 1 €, glaube ich. Glaube ich, zumindest. Manches hat auch nicht 1 € gekostet. Nicht, dass ich irgendwas Falsches sage. Aber ich glaube schon. Wie gesagt, habe ich zweimal mitgenommen. So, dann haben wir so kleine Mini-Umschläge
Forever Friends Classic, ja, mit dem süßen Bärchen im Mini-Envelopes. Kann ich zwar jetzt selber machen, aber ja, Silber, Schwarz. Ich musste das mitnehmen. Ihr versteht das bestimmt. Wie viel sind denn da drin? Steht da was? Erstickungsgefahr. Jo. Über den Kopf ziehen wollen wir uns nicht. 10 Stück. Hat, glaube ich, auch 1 Euro gekostet. Die 10 Stück. Ich habe es auch zweimal mitgenommen, ja. Fand ich sehr hübsch. Das ist ja toll. Ich finde den Bären so niedlich. Das sind, ja, ich weiß es auch nicht so genau. Ich habe nur den Bären gesehen und da war es aus. Ich glaube, das sind Stanzbögen. Aber wir können ja einfach mal reingucken. Das war, glaube ich, auch teurer. 2 Euro gekostet oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ja. Oh, und sie sind sogar schon vorgestanzt. Das ist ja toll. Ich lasse das mal so liegen. Ja. Aha. Das sind alles dieselben Bögen. Dreimal dieser hier. Oh, wie süß. Oh, ist das süß und ist das süß. Ich finde das mega süß. Ja, und dass man das auch nicht ausschneiden muss, sondern die wirklich vorgestanzt sind, ist wirklich super. War auch, glaube ich, das letzte. Ist jetzt ausverkauft, meine ich. Haben wir hier Happy Birthday und ja, sehr niedlich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und alle sind dreimal drinne. Oh, schaut mal. Toll. Viel zu schade zum Benutzen. Ihr kennt das Spiel. Love and Hugs. Oh. Super, super niedlich. Oh, mit Herzchen. Schaut mal. Haben wir hier noch mit Herzchen. Und ganz schön viel drinne für 2 Euro. Mein lieber Herr Gesangsverein. Sehr, sehr cool. Dann haben wir diesen noch. Auch Happy Birthday. Oh, schaut mal, mit einem Muffin, Cupcake, was auch immer. Super, super niedlich. Und dann haben wir hier noch so, ja, Sayings, also so Worte halt, ne? Ich glaube, das war's jetzt, oder? Wartet mal. Ja, da ist die Rückfront. Ja, mega viel drin. Wie gesagt, ich glaube, 2 Euro hat das gekostet. Tue ich absolut nicht bereuen. Ganz, ganz tolles Package von den süßen Bärchen. Dann habe ich zweimal dieses. Huch, sind wir so nah. Zweimal dieses Band hier zum Verkleben von Umschlägen oder Paketen genommen. Ich glaube, 2 haben 1 Euro gekostet. Also wirklich super, super Preis. Ja, da bezahlt man ja auch so viel für diese normalen Braunen, oder? Na gut, vielleicht ist da mehr drauf, das weiß ich jetzt nicht. So, dann haben wir von Viva Decor 3D-Effekt-Sticker Sonderedition. Aha. Ja, das sind alles verschiedene Bögen jetzt. Ich hoffe, ihr habt Zeit. Das war so zusammen, konnte man das kaufen. Ich glaube, 3 Euro hat das gekostet für 30 Bögen oder 2. Ich hätte mir die Preise mal rausschreiben sollen. Es war auf jeden Fall nicht teuer für 28 Bögen. Ja, wir gehen die jetzt einfach mal durch, würde ich sagen, was da so Schönes dabei ist. Dann haben wir Schmetterlinge. Schmetterlinge gehen immer, Juna auch. Ah, die haben wir zweimal, okay. Dann haben wir, Moment, diese hier. Mit den Blumen. Auch sehr hübsch. Ganz, ganz tolle Farben. Haben wir auch zweimal. Steht da. Nee, dahinter ist nichts. Zweimal. Dann haben wir diesen Bogen. Auch zweimal. Boah, das ist ja mega viel für 3 Euro. Ganz tolle Gruppe. Kann man absolut empfehlen. Ja, beim Dieter mal vorbeizuschauen. Der macht voll die Schnäppchen. Wie süß ist das denn bitte? Babygirl, ja, das passt natürlich sehr gut, wenn man irgendwas für die Geburt macht. Das gibt es leider nur einmal. Na toll. Hätten sie auch zweimal reinmachen können, ja. Das gibt es auch nur einmal leider. Eine Freundin von mir bekommt jetzt ein Kind. Vielleicht mache ich ihr daraus eine Karte oder so, keine Ahnung. Gibt es leider aber nur einmal. Dann haben wir ja so schöne Blätter mit so Gold drin. Sehen auch richtig toll aus, sehr herbstlich. Dann haben wir für das Glück haben wir ein paar. Huch, Juna schmeißt alles runter. Ein paar Kleeblätter. Ja, auch mega, mega schön einfach.
Haben wir jetzt alles nur einmal? Ach so. Das war nur die Anfang, die paar. Da müssen wir gleich mal zählen, wie viele Bögen das insgesamt sind. Dann haben wir die schönen Libellen. Finde ich sehr cool. Dann haben wir noch Blümchen. Sonnenblümchen. Die funkeln alle so schön mit diesem Silber oder Gold drin. Richtig toll. Dann haben wir hier Schleifen. Und Herzchen. Herzchen gehen ja auch immer, ne? Dann haben wir dieses hier. Sehr cool. Ich glaube, das müssten 30 Bögen sein. Dann haben wir hier so Glitzerbordüren. Mega. Und oh, jetzt glitzert es ganz viel. Mit so Glitzer, Blätter. Ja, seht ihr das? Die funkeln jetzt alles mega. Schmetterlinge. Dann haben wir hier auch Bordüren. Dann haben wir hier lustige Frösche. Moment kurz. Ja, lustige Frösche. Schweinchen. Der Neujahrsbraten. Nein. So, dann haben wir goldene Herzchen. Nochmal goldene Herzchen. Ah, goldene Blätter. Seht ihr das? Wahnsinn, oder? Dann haben wir silberne Schmetterlinge. Und ja, silberne Blumen. Das ist wirklich der absolute Hammer. Schaut euch das an. Ich glaube, das müssten 30 Bögen sein. Wir können ja mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Na, 28 sind es. Okay, 28 Bögen genau für 3 Euro. Wirklich mega, mega tolles Angebot. Also muss man sagen, ist wirklich super. Dann habe ich noch Kartensets bestellt. Also so ein Kartenset. Diesen tollen Farben, Pastellfarben, sind alles halt die Umschläge und aus Leinenstruktur. Oh, Leinenstruktur ist immer gut. noch die Kartenrohlinge drunter, die so gar nicht geknickt sind, wie ich das sehe. Ja, könnte man also rein theoretisch auch nicht für Karten benutzen, sondern halt auch für irgendetwas anderes. Ja, und dann natürlich mega, mega viel. Ihr seht das schon, ne? Ich glaube, 2 € hat das gekostet. Also, es lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizugucken dort. So. Oh. Moment kurz. Jetzt kommt das Letzte, was ich bestellt habe. Oh, ich wusste gar nicht, dass es da 3 gibt. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich wusste gar nicht, dass das dreifach ist. Ja, umso besser. Weil schaut mal. Oder habe ich. Nee, ich habe nicht dreimal bestellt, ich habe nur einmal bestellt. Das ist Filz und der ist selbstklebend. Ja, selbstklebender Filz finde ich richtig cool. Auch für manche Resin-Teilchen. Ich bin nur verwundert. 2 Stück sind da drin in einem so ein Paket. Und ich meine, ich habe nur eins bestellt. Also ein Paket. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Naja, ist auf jeden Fall auch von Hobby Fun. Und das müsste eigentlich nur 1 € gekostet haben. Einer. Habe ich das doch dreimal bestellt? Ich weiß es nicht mehr. Cool. Naja, ist egal. Auf jeden Fall dreimal weißen Filz habe ich genommen. Dann dreimal schwarzen selbstklebenden Filz. Also dasselbe eigentlich, nur in schwarz selbstklebend. Da steht es auch. Ich kriege das leider jetzt nicht ganz aufs Bild. Naja, ist auf jeden Fall selbstklebender schwarzer Filz. Und kommen wir zum letzten Artikel. Und zwar selbstklebender rosa Filz. Mir ist klar, ist alles für die Resin-Teilchen. Schwarz und weiß sind eher so die neutralen. Und da ich sehr viel mit rosa mache, musste rosa natürlich auch mit. Ich weiß nur nicht, warum das dreimal ist. Aber das werde ich dann mal in der Gruppe nachgucken.
ob dem so ist oder nicht oder doch. Ja, keine Ahnung. Aber macht ja nichts. Jetzt habe ich es und davon habe ich, glaube ich, dann erstmal genug. Ja, das war's gewesen. Das, was hier liegt, hatte einen Wert von 29 Euro, wo aber auch 6 Euro Versand dabei waren. Also könnt ihr euch ausrechnen, 23 Euro Wert für alles, was ich euch jetzt gezeigt habe. Und das ist allein schon mein absolutes Highlight hier, die Stanzdinger hier. Richtig, richtig hübsch, gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch für so Kartenrohlinge hier bezahlt man ja draußen sehr, sehr viel mehr Geld oder die ganzen Sticker und dann auch alles von Marke, ne? Von Hobby Fun oder von Paper Mania. Ich meine, das sind ja alles Markendinger und das ist schon richtig, richtig toll. Ich werde die Facebook-Seite unten in der Infobox mal verlinken, damit ihr auch mal reinschauen könnt. Es lohnt sich auf jeden Fall für Bastler, da mal reinzugucken. Ja, er hat einfach top, top Preise und ja, ich mache Werbung. Ich sollte mal Bescheid sagen, dass ich Werbung mache hier. Ich kriege nichts dafür, nur mal so nebenbei. Ja, ihr Lieben, mein Gott, tolle Sachen. Ich bin fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.